Kann ich verstehen, wieso ich am Anfang Angst vor Autofahren hatte? Tatsächlich, so wie du gesagt hast, machen wir einen Rückwärtsgang rein. Und wir gucken, dass wir uns hier irgendwie... So? Nee, erst in der Mitte. Achso, ja. Dann runterdrücken. Genau. Achso, mach nochmal. Da, yes. Dann geht auch mal so eine Kamera an. Aber nicht auf die Kamera gucken, sondern eher umdrehen. Ich mache am besten das Ding aus, weil in der Prüfung ist richtig Käse, wenn du da drauf guckst. Ja. Das wird schon. Weißt du, dass ich noch nie rückwärts gefahren bin? Ja, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir das hinkriegen. Guck. Drück mal, guck mal wieder runter. Siehst du? Ist ja gut. Alles gut, mach so weiter. Und wieder runterdrücken. Gut. Machst du gut. In der Prüfung würde ich jetzt Folgendes machen. Einmal kurz stehen bleiben. Mhm. Checkst du so alles ab. Links, rechts und so, ob irgendwer kommt. Kommt keiner. Guckst wieder nach hinten und machst wieder weiter. Gut. Okay. Ja. Nice. Dann Bremse halten, dass wir nicht wegrollen. Also quasi den Gang wieder raus. Dann ist der Gang. Und dann fahren wir gleich rechts weiter. Kannst du den Blinker anschmeißen? Jo. So, check nochmal links. Ja, der will ja wirklich hier rein. Das war nicht ganz so krass, weil wegen dem, also dem Bordstein hier, der ist so. Genau so. Bleib mit den Augen links immer im Kreis. Cool. Jetzt kannst du die zweite Gang machen. Gute Reise hier. Auch, ne? El Milinkovic. Genau. Gut, hinter dir alles klar? Alles tutti. Nice. Passt alles. Nice. Wir fahren gleich links, nehme ich an. Am Ende fahren wir gleich links, genau. Du musst jetzt, also eigentlich wäre hier sogar jetzt 50. Weiß jetzt nicht, wie ratsam das ist, hier trotzdem mit 50 herzuballern. Hm. Aber wir fahren am Ende tatsächlich links. Also checkst du den Spiegel? Blinker? Jetzt kannst du dir überlegen, ob du im zweiten bleibst oder in den ersten gehst, wenn du rechtzeitig guckst. Guck mal, die haben sogar die Wiese geschnitten hier. Kann man noch besser gucken. Das ist ja toll. Erzähl, was gibt's Neues? Nix. Eigentlich. Nix. Das Wochenende habe ich schön im Bett verbracht. Naja, weil du krank warst. Mhm. Du klingst ein bisschen. Ja, nasal. Mhm. Oh. Das ist korrekt. Hier darfst du 50 fahren, wenn es dir passt. Ruhig ein bisschen Gas noch und dritte Gang. Auch wenn du weißt, du musst da vorne gleich schalten. Aber sei nicht schaltfaul. Genau. Cool. Am Ende fahren wir dann links. Check jetzt schon alles ab einmal. Passt. Mhm. Dann Blinker links. Genau. Und dann einfach auf die Linie bremsen. Und fertig. Gut. Tempomat. Genau. Kannst du den einschalten in der Prüfung, sagst du dann wieder, ich habe den Tempomat eingeschaltet, dann sagt er, okay, Häkchen. Habe ich gut gemacht. Wichtig ist, dass du auch auf dem Schirm hast, der Tempomat kann natürlich nicht Kinder am Fußgängerüberweg oder rote Ampeln oder so, da ist er halt raus. Schade. Ja, das ist wirklich, ich glaube, Tesla arbeitet da ja immer noch dran, dass das irgendwann mal läuft, aber ich glaube, in Kalifornien ist das alles auch schon ein bisschen anders, da gibt es das tatsächlich schon, dass die so autonom fahren. Das ist krass. Wir haben da noch einige Leute was dagegen. Deswegen ist das noch nicht ganz so tippitoppi. Und was gibt's bei dir so Neues? Noch immer so stressig wie letzte Woche? Oh. Ja. Oh nein. Ich bin heute Morgen 8.30 Uhr angefangen, dann arbeite ich bis 8 Uhr und dann muss ich ins Büro. Ja, life is life. Von nix kommt nix, hat meine Oma immer gesagt, und bleibt nix. Das ist wahr. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe auch erst mit 30 angefangen zu arbeiten. Also von daher kann ich ein bisschen was aufholen. Hat da ein dickes Fell. Mhm. Heute haben wir auch mal wieder besseres Wetter als letzte Woche. Letzten Tage, wenn die Motorradfahrstunden hatten. Das,
Da habe ich auch dran gedacht, die Armen. Ah, ja. Vor allen Dingen, es kam ja auch so Platzregen, so auf einmal. Ja, ja, das ist ja nicht ganz so geil. Und die andere, unser Fahrlehrer, der macht gerade auch einen A-Lehrgang, also Motorradfahrlehrer. Mhm. Und der wollte heute Morgen mit dem Motorrad eigentlich nach Bielefeld fahren. Aber weil es ein Grad, also minus ein Grad war, ist Motorradfahren keine gute Idee gewesen. Und ja, dann nee. Hat er doch mit dem Auto gefahren, weil bei Minusgrad Motorrad ist dann schon spannend. Das ist schon nicht so cool. Nee, aber sonst gibt es nicht viel Neues. Ich war am Wochenende Freitag, nee, Samstag und Sonntag. Also Samstag war ich auf einer Planwagenfahrt. Cool. Das war ziemlich crazy. Ich habe ja ein paar Freunde, die sind da so sehr ambitioniert, was das angeht. Dann haben die sich da alle mit Lachgas weggeballert. Das war ja überhaupt nicht mein Ding. Oha. Da bin ich ja komplett raus. Ist es nicht das, was so Zahnärzte verwenden, wenn du Angst vor Zahnärzten hast? Also ja, also die hatten so kleine Kartuschen, haben die dann so aufgedreht in so Ballons. Mhm. Und dann, die saßen wieder immer so wie so Junkies und haben so inhaliert, so. Bis dann jemand gescheppert hat und die saßen dann wieder so. Mhm. Für mich war das ein bisschen zu strange. Was das vor 20 Jahren hätte ich gesagt, wahrscheinlich zeig mal den Ballon, aber jetzt bin ich durch mit dem Thema. Ja, und Samstag war ich im Stadion. Ah, cool. Das, ja, ja, das ja. War auch ziemlich anstrengend. Ja, okay, gut. Kann ich nachvollziehen. Aber heute funktioniert mein Gehirn schon wieder. Das ist schon gut. Das ist schon... Guck mal, denk dran hier, ne, wenn du hier lang fährst in der Prüfung, dass du wirklich hier so mittig fährst, wie du das jetzt machst. Das ist okay. Okay. Weil sonst kommt der hinter dir schon wieder... Guck mal, siehst du, dass der so ein bisschen links rüber fährt? Ja. Weil der schon gerne auf die linke Seite würde, siehst du das? Ja, aber ich lasse ihn halt nicht. Service hier. Oh, danke. Ja. Aber ich lasse ihn halt nicht. Ne? Genau. So, wenn wir jetzt hier drüber fahren, Fuß über die Bremse, muss ich ein bisschen anbremsen, einmal ganz kurz, damit der Prüfer das merkt, links, rechts, kommt kein Zug. Wunderbar. Rechte Spur benutzen. Und dann stellst du ja fest, dass ja, vorne Anlieger frei ist. Siehst du das? Mhm. Kupplung durch. So. Und wenn da vorne Anlieger frei ist, erste Gang, mal gucken. Langsam, ne? Das ist die Zeit. Nimm nochmal den ersten Gang. Leise. Ja. Wenn vorne Anlieger frei ist, fahren die rein. Bisschen Gas, zweite Gang. Ja, zieh durch. Schmeiß den Blinker an. Genau. Schöne große Kurve, ruhig da. Ja. Ja. Damit du die anderen nicht komplett rasierst. Was sind die ja wieder weit gekommen? Ja, das ist halt so ein bisschen hier Feierabendstage. Toll. Ich kann nicht verstehen, wieso ich am Anfang Angst vor Autofahren hatte. Naja, es ist halt so ein 2-Tonnen-Autohaufen, einfach so durch die Stadt zu fahren, ist auch schon jetzt nicht so... Ja. Also wenn man Bock hat und man will irgendwie umfahren, dann tut das auch schon ganz schön weh, wenn das so eine Karre macht. Ich kann verstehen, dass man davor Respekt hat. So nah vor dir reinzieht, bremst einfach ein bisschen an, dass du sofort wieder so diesen Sicherheitsabstand hinkriegst, weißt du? Weil manche, die, was weiß ich, versuchen dann hier 5 cm Platz zu gewinnen und dann fahren die so. Aber warum? Ja, also es bringt mir jetzt auch nichts, oder? Nö, nicht wirklich. Na dann. Wenn sie meinen, sollen sie fahren. So, einfach vorne beobachten, die fahren ja ein bisschen zickzack da vorne. Mhm. Aber es sieht ganz gut aus. Ich soll dich übrigens ganz lieb grüßen. Danke, Fern. Kief, kennst du Kief? Oder Kathleen? Kathleen? Ja. Weiter. Da fragst du mich jetzt. Aha. Ich soll dir sagen, wenn du dich nicht daran erinnern kannst, sie haben aufgrund von Nervosität durch die Prüfung gefallen und dann beim dritten Mal bestanden. Okay. Wo sie Auto fahren konnte und du einfach mit ihr durch die Gegend gefahren bist. Jetzt dämmert es mir. Blonde Haare, Brille. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich da was auf dem Schirm. Stell ganz liebe Grüße zurück. Mach ich. Sie fährt jetzt sehr gut Auto. Ja, es ist also ätzend, wenn ich als Fahrlehrer immer sehe, dass ihr das könnt. Und dann steigt der Prüfer ein, das ist dann so die, weißt du, wie die Kaninchen frisst? Die guckt die Kaninchen so an. Mhm. Dann gehen die Kaninchen Angst, laufen nicht weg und dann macht die Schlange so. Und ungefähr so sitzen dann manchmal die Fahrschüler da, weil der Prüfer einsteigt und machen nichts mehr. Unter Fahrlehrern gibt es so einen blöden Spruch. Der heißt, du kennst zwar deinen Fahrschüler, aber nicht deinen Prüfling.
Ah ja. Und das ist tatsächlich so. Also wir können euch auf alles vorbereiten. Und dann ist es so, dann steigt der Prüfer hinten ein. Mhm. Und manche schaffen das, das so ein bisschen zu ignorieren und einfach ihre Sache weiterzumachen. Wo ich dort gegangen, jetzt springt die Ampel um. Mhm. Manche schaffen das, so ihre Sache zu machen. Und bei manchen ist es so, steigt der Prüfer ein und dann so, Ladies and Gentlemen, this is Mambo number 5. Die machen wieder irgendwas und denkst dir, Alter, was ist hier los? Dann sagen die nachher, ich weiß auch nicht, was das war, keine Ahnung. Ja, dann musst du das einfach ignorieren. Der Typ sitzt eh hinter mir. Das ist scheißegal. Wer sich da so ein bisschen hinter mich setzt, dann erzählt er ein bisschen was rechts, links, dies, das. Redet die ganze Zeit mit dem Fahrlehrer über Urlaub, Fußball. Und dann? Das ist doch gut. Solange er sowieso da sitzt, ist ja egal. Also er kann ja gerne da sitzen und machen, was er möchte. Wie gesagt, also im Idealfall ignorierst du es einfach. Ich hoffe es. Ich bin auch so prädestiniert dafür, genau dann nicht das zu tun. Dann keine Ahnung, da was zu machen. So zu tun, als säße ich davor, vor dieser Prüfung, noch niemals in irgendeinem Auto. Nein, das traue ich dir nicht zu. Guck. Gut. Weil, wenn du so einen 40-Tonner hinter dir hast, dann kannst du nicht immer so bremsen, wie du gerne bremsen würdest. Und da muss man dann manchmal, naja, das ist ja jetzt auf Video, also ich will es auch nicht die Leute dazu verleiten, über eine rote Ampel zu fahren. Aber wenn du die Entscheidung treffen musst, ob du das wollt, oder du ganz knapp über diesen Lichtwechsel fährst, würde ich wahrscheinlich diesen Lichtwechsel vorziehen. Mhm. Und in einer Prüfung würde ich behaupten, der Prüfer, der sitzt ja hinten. Ja. Dem wäre es auch lieber, dass wir so ganz knapp da drüber fahren und dann sagt der Prüfer halt, naja, ja, weiter geht's. Als dass du eine Vollbremse machst und der 40-Tonner knallt in den Kofferraum. Ne? Das wäre nicht so gut. Nee, aber das passiert tatsächlich ab und zu mal. Wenn ich unterhalte mich ja halt mit allen Prüfern. Ne? Es gibt halt tatsächlich Fahrschüler, die kriegen. Ist das wirklich schon passiert? Ja, jetzt nicht bei mir oder so, aber in Dortmund ist es schon ein paar Mal, klar. Da ist dann einfach Ampel, die Ampel springt um, Fahrschüler kriegen auf einmal richtig Paranoia. Ja. Weil die denken, boah, fuck, ich habe Prüfung, ich will nicht durchfallen. Mhm. Und dann ballern die halt auf die Bremse. Dann kannst du als Fahrlehrer auch nichts mehr machen, außer zu sagen, oh. Oh. Ruhig dritte Gang, ne? Jetzt bist du schon außerhalb. Und zieh ruhig ein bisschen heftiger, weil 70 darfst du fahren. Genau, dann ziehst du hin drin und einfach vierte Gang hinterher. Das ist natürlich dann nicht so vorteilhaft, besonders für den Prüfer, der hinten sitzt. Das Ja, also ich meine, die Prüfer wissen ja auch, wo die, in welcher Fahrschule die landen. Also wenn, ich kenne die Prüfer ja alle jetzt schon, keine Ahnung, 15, 20 Jahre lang. Wenn ich mit denen fahre, dann wissen die ja, wann ich bremse, wann ich was mache, dass sie sich darauf verlassen können. Dann sind die auch gechillt. Aber wenn du so ein ganz junger Fahrlehrer bist, dann wissen die nicht, wie du tickst, was du so machst. Dann sind die Prüfer auch so ein bisschen angespannt, weil die keine Idee haben, ob du jetzt bremst, wenn du jetzt bremst, wann du bremst. Deswegen ist denen immer ganz lieb, wenn du schon als Fahrschüler das hinkriegst, so zu fahren, dass das gar nicht so auf Spannung kommt. Weißt du? Na dann. Siehst du das Ortseingangsschild? Das ist korrekt. Cool. Du musst schauen, dass du in der Prüfung wirklich bei dem Schild bei 50 bist. Ne? Ich meine, jetzt ist da vorne eh ein bisschen schwierig. Ich kann es noch. Kann ich in den dritten? Ja, ne? Ich darf hier weiter 50 fahren, ne? Ich darf hier weiter 50 fahren, ne? Ja, weil wir innerorts sind und kein Schild steht. Na dann. Innerorts kein Schild, dann 50. Wenn 50 geht. Die fahren ja hier 39. Übrigens dann auch nicht in der Prüfung versuchen, so zu pushen und zu sagen, so, was ist das? Wenn halt 39 ist, dann fahren wir 39. Vielleicht hat da vorne einer nicht gecheckt, dass 50 ist oder was weiß ich. Es gibt halt Fahrschüler, die pushen dann. Mhm. Auch dann wird der Prüfer halt eher wieder ein bisschen nervöser als entspannter. Wie viel nach oben und nach unten Differenz von der Geschwindigkeit her darf ich haben, dass der Prüfer nicht nervös wird? Also wenn du mal so 2-3 km/h abweichst für eine kurze Zeit. Mhm. In der kurzen Zeit meine ich, du fährst, keine Ahnung, da wo 30 ist, fährst du 33, ein paar Meter merkst du das, denkst du, oh, und nimmst wieder Gas weg. Das ist alles cool. Hm. 35 ist schon so ein bisschen so, dass er sich so denkt, so, ja, jetzt gerade nicht aufgepasst.
Und wenn du 40 fährst, kann es sein, dass er meckert und die Prüfung sogar schon beendet, wenn du das eine längere Zeit machst. Okay. Ja, deswegen, aber du hast ja Glück, in Lühl ist ja hauptsächlich 30, also von daher kommt aber auch ein bisschen auf dich und auf den Prüfer an. Okay. Also wenn du vorher schon echt gut fährst und viel geguckt hast und alles so, diese ganzen Abläufe ruhig und sicher machst, dann wird er dir da keinen Strick draus drehen. Aber wenn du vorher schon so eine Rakete hier bist, die sich komplett beeilt und immer so nervös ist und so, dann sagt der Prüfer immer, was soll ich mit dem machen? Jetzt hast du hier 30, ne? Mhm. Welcher Gang für 30? Ist der vorne? Ja, bei dir ist der zweite. Moment. Ich nicht runtergekommen. Da ist er. Genau. Aber wenn du nur runterziehst, bist du ja wieder im vierten, ne? Ja. Siehst du die Kids da links? Mhm. Einfach beobachten. Geil, der hat ein PlayStation-Shirt an. Ist auch ein Statement. So, 30 im zweiten Gang, alles cool. Ampel beobachten. Wenn an der Ampel Leute stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ampel umspringt, immer sehr, sehr hoch. Mhm. Beobachte das einfach. Wir sind das eine Mal dieses Quad uns hier entgegengekommen, sind die Frau auf der anderen Spur, war ich mal ein bisschen schockiert. Das ist ja. So schlimm ist das. Guck mal, jetzt ist ja hier 30, ne? Und da ist 50. Das musst du auf dem Schirm haben. Yes. Einfach dran denken, ne, dass wir da in der Prüfung das locker hinkriegen. Vielleicht kriegt der vor uns das ja auch hin. Das wäre ja schön. Irgendwann. Zu Weihnachten oder so, eines Tages. Atmen, das ist gut, genau so funktioniert das, atmen. Wir fahren gleich rechts weiter. Bevor du blinkst, check schon Spiegel, bap, bap, Schulterblick, Blinker, richtig blinken, ja, und dann bist du zum Abbiegen zweiter Gang, immer. Loslassen, anpusten, beobachten. Kommt keiner, dann gute Reise. Mhm. Den dritten Gang zieh jetzt aber bis 70. Jetzt kannst du einfach drauf drücken. Weil es hier auch bergauf geht, dass du ein bisschen aus dem Quark kommst. Zieh weiter. Und ja, jetzt in Ruhe, vierter Gang. Was muss ich morgen nochmal für die Prüfung können? Erster, zweiter, dritter Gang? Nochmal? Was muss ich morgen für die Schaltprüfung können? Erster, zweiter, dritter Gang und? Ja, und Berganfahren. Okay. Das kriegen wir aber hin. Sehr gute Nachricht, ich bin ja der Prüfer. Das ist sehr gut. Ja. So. Zwei Sachen. Erstmal bleiben wir jetzt auf dieser Spur. Mhm. Und dann müssen wir gleich so fahren. Hier, nee, wir bleiben auf dieser Spur. Achso, wir bleiben jetzt hier? Genau, nimm mal einen dritten Gang. Weil wir jetzt schon wieder bei 50 sind und hier zu viel los ist, gucken wir mal in Bamsösen, genau. So, jetzt ist diese Spur merkwürdigerweise eine Abbiegespur. Siehst du das? Mhm. Dann biegen wir halt ab, hast einen Spiegel und einen Blinker. Genau. Jetzt Kupplung, Bremse, zweiter Gang. Einfach damit du locker die Kurve kriegst, weil du hast ja hier mehrmals Vorfahrt gewährt für den von links. Komm, beobachte mal links. Kupplung lösen. Aber in den fünften direkt oder erst in den vierten? Nee, nee, in den fünften. Du gehst in die Mitte, nach rechts. Und nach oben. Genau. Vierten brauchst du nicht, weil du im dritten hier schon so gepusht hast, weißt du? Ja, okay, dann. Und dann kannst du einfach so in den fünften gehen. Wenn du mal vorne guckst, wie schnell wir dürfen. 80. Ja. Vergleich mal kurz rechter und linker Spiegel. Dann kannst du sehr gut erkennen, ob du zu rechts oder links bist. Oder wenn du dich so mittig hier einordnest. Cool.
bisschen merkwürdig. Guck mal, für LKWs, die müssen 60 fahren und wir dürfen 100 fahren. Ich habe noch nicht einen LKW gesehen, der 60 fährt. Ich wüsste auch gar nicht, wie die das hier blitzen wollen. So. Aber nee. Soll es auch nicht unser Problem sein. Nein, nee. Ich bin ja Gott sei Dank kein LKW-Fahrer. Checken wir mal hinter dir. Alles cool. Und da vorne kommt schon quasi das Erlösungsschild. Und da kannst du dann im fünften Gang ruhig ein bisschen drauf drücken. Wenn du den überholen willst, ne? Musst du einfach einen Blinker links haben. Natürlich ist das raus, machst einen Seitenblick. Jetzt war alles bis auf der Seitenblick, war schon gut. Blinker aus und ruhig wieder Gas geben. Mach aber nur also einen Seitenblick. Das ist so einmal quasi so. Okay. Das reicht. Okay. Ehrlich. Noch ein bisschen Gas. Ja. Ziehen wir locker an ihm vorbei. Wenn du dich fragst, wann du zurück kannst, wenn du ihn im Innenspiegel siehst. Ich würde mir das aber überlegen, weil guck mal, da vorne ist ein LKW, siehst du den? Dementsprechend den können wir auch noch eben überholen. Ja, wenn du jetzt hinter dir guckst, ist ja nicht viel los. Mhm. Das heißt, keiner drängt. Jetzt könntest du, wenn du wolltest, wieder rechts rüber gehen und dann wieder rechts raus. Aha. Hast du das Schild? Nee. Dann langsam einfach mit der Geschwindigkeit reduzieren. Hinter dir gucken. Ja. Sieht ja ganz gut aus. Jetzt darf ich dann eigentlich auf der Spur bleiben, wenn ich weiß, dass die jetzt ist hier rechts ja die Spur zu Ende. Mhm. Also das heißt, ich dürfte dann theoretisch hier dann bleiben. Ja, musst du ja sogar, weil rechts endet jetzt gleich. Ne? Die müssen sich ja alle von da hier einordnen. Machen wir jetzt schon mal Kupplung. Was hättest du denn gerne für einen Gang? Ja, ich würde den dritten erstmal nehmen. Nee, dritte nicht so. Also? Dritte war immer nur leicht nach oben. Ah. Ja, ein bisschen bremsen. Aber scheinbar ist jetzt ja doch mehr los. Aber da ist wieder los. Und nimm mal einen zweiten Gang, weil wir noch über 10 knapp sind. Siehst du das? Langsam lösen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir im zweiten Gang weiterfahren können. Jetzt sieht es ganz gut aus.